Hilf, sieh, Sternmann, den Zug zu retten, indem du alle Hindernisse auf den Gleisen entfernst. Damit seid gerüstet, man den Zwerge, Gnome, Hobbits und Erinnerung zu einem neuen Part. SpongeBob, Schwarzkopf, die Kreatur aus der großen Krabbe. Mein erstes Videospiel. So, wir müssen die Hindernisse aus dem Weg schlagen, bevor der Zug kommt. Und das machen wir hier ganz gut mit dem lieben Patrick Seesternmann. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das damals, ja, das war das erste Spiel, was ich auf dem DSNL damals gespielt habe. So ist es richtig. Und dass das damals als Kind für mich eine schwere Hürde war. Das war ein richtig brutales Level für mich. Und da ich wahrscheinlich jetzt schon an Leben verloren, hat das Level nie bis zu Ende geschafft. Der Zug, der fährt übrigens auf dem oberen Bildschirm lang. Und das Level spielt auf beiden Bildschirmen. Zeigt euch den unteren Bildschirm, weil da die Action abgeht. Ja, so schaut's aus. So, jetzt wird's mehrgleisig. Man muss gucken, wo der Zug lang fährt und wo es wichtig ist, freizuräumen. Weil alles abräumen kann ich nicht. Oh, und da wird schon knifflig. Da ist scheinbar nicht richtig geachtet, weil der Zug einen ganz großen Hitbox hat. Wie wird's dann? Game over. So, dann habe ich nochmal die Kamera richtig eingestellt. So, dann helfen wir mal Seesternmann, so gut wie möglich den Weg frei zu schaufeln. Ja, wir haben Zeit. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Heute haben wir den ganzen Tag Zeit. Für das Kind, ja. Da durfte es nur mit der bedingten Zeit spielen und ja. Und da war man auch ein bisschen mehr gestresst davon. Ich glaube, da kriegen wir hin. Fürst 2 war es nicht, aber ja, das tut eigentlich schon fast weh, wenn man das nicht Fürst 2 hinkriegt. Das ist hier ein Kinderspiel, das ist so schwer gar nicht. Man muss halt nur ein bisschen aufmerksam sein. Mal gucken, wenn es dann 5 und 6 spurig wird, wenn es die Konzentration behält, halt die wichtigen Stellen abräumt, wo der Zug dann langfahren wird. Aufpasst, dass der halt nicht mit seiner großen Hitbox irgendwo anstößt. Ich rede zu viel, da seht ihr schon, da stößt der Zug schon das eine Mal an. Und der darf nämlich nur 3-mal anstoßen, oh wei. Und dann ist er kaputt. Ist auch ein ekliger Zug, der nur 3-mal anstoßen kann. So, Weg freigeräumt. Das war knapp. Da ist Seesternmann. Toll. Fürchtet euch nicht, Bürger. Ich bin gekommen, um euch zu retten. Polizei Patrick. Auf ihrer Flucht haben diese Bankräuber überall in der Stadt Geldbeutel fallen gelassen. Wir brauchen deine Hilfe, um das Geld wieder einzusammeln. Heutzutage ist das nicht leicht, Geld zu sammeln. Aber ich werde mein Bestes geben. Es kriegt Patrick. Ui, Seesternmann, du bist der Wahnsinn. Ja, ich bin der Seesternmann hier. Und dann kämpfen wir gegen Quallen und andere böse Viecher und versuchen hier mal das Geld wieder zu bekommen. Ah, da sind die Bankräuber. Ui.
Wir dürfen uns bloß nicht treffen lassen. Nein. Mir wird keine schwere Aufgabe für Seestern-Mann. Diese Superheldin von Bikini Bottom. So schaut's aus. Ja. Hui. Hier geht's runter. Was für ein spannendes Spiel. Naja. Da ist auch schon. Ui. Ich kann fliegen. Na, schweben wohl wahrscheinlich eher. Das erste Geldsäckchen haben wir eingesammelt. So. Upsidi ups. Und Jump and One. Und so muss ich da lang. Ein Bösewicht. Ja, das Spiel habe ich geliebt als Kind. Das kann ich nicht sagen. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich das gemocht habe. Also da müssen wir mal nachziehen. Zack. So. Das hat so sein Reiz. Wenn man eh SpongeBob-Fan ist, SpongeBob SquarePants die Serie guckt. Als kleines Kind habe ich das. Ja. War das mein liebster Einstieg in die Welt der Videogames. Ich habe ja schon im letzten Part ein bisschen drüber geredet, wie das so war für mich. Mit SpongeBob in die Welt der Videogames einzusteigen. Ja. Und es war tatsächlich vieles schwerer, als es heute ist, wenn man sich als Kind halt auch dann als 10-Jähriger, 7-Jähriger halt doch ein bisschen anders anstellt, als jetzt, naja gut, wenn man meine Jump-and-Run-Künste in Mario 3D Land zum Beispiel anguckt, könnte man meinen, so ganz anders ist es jetzt auch nicht, also viel verbessert habe ich mich auch nicht. Pro-Künstler bin ich jetzt auch nicht, also Pro-Gamer bin ich nicht so, aber ja, ich würde mal ganz behaupten, dass man in den Jahren vielleicht ein bisschen Verbesserung gelernt hat, könnte man behaupten. So, den Geldsack einsammeln und runter mit dir, Patrick. Ich meine, das ist der Sternmann. Puh, den Bombenmann. Den müssen wir erledigen. Zack. Zwei Leben haben wir noch. 2 von 2. Puh, da geht's runter. Patrick. Die Steuerung ist ein bisschen, ja, schwer. Alt ist sie vor allem. Das Spiel hat schon so seine Jahre auf dem Buckel. Ist nicht gerade neu. Wenn man so sagen will. So ein bisschen Zeit. Das kann nicht schaden. Und meine Stimme versagt. Es kräzt die Stimme. Okay, die Zeit vergeht. Ich sollte mich beeilen. Nicht umdrehen. Da muss ich hoch. Zack, 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 zack. Und dann kommt sie. Und weiter. Und den hier besiegen. Und da kann man auch hochfliegen. Und wozu die Dingens hier? Ah, komm. Nein, da nicht unter den Tresor fallen. Zack. So. Ganz hoch. Und na dann, hops. Und wir haben, glaube ich, schon alle Säcke gesammelt. Und dann kannst du ja mal ins Ziel gehen, oder? Spricht da noch was dagegen? Na komm, hier runter. Ab Richtung Ziel. Das ist so eine Qualle. Okay, da muss wahrscheinlich was draufgestellt werden. Ja, dieser Tresor zum Beispiel. Dann können wir an diesem Rädchen drehen. Und weg. Zum Ende des Levels fortschreiten. Na komm. Schieb, Patrick, schieb.
So, ein dreh dich, Rädchen. Und dann hier hops, hops, hops. Alles wird doch ganz fetzig hier. Wenn die Steuerung nur ein bisschen eleganter wäre, dann wäre das Ganze noch erträglicher. Hops, na komm, da hoch. Mensch, Mensch, Touchpad-Steuerung. Das war schon mal nicht gerade die beste. Na komm. Wahrscheinlich gleich auch noch nach Zeit. Müssen wir den Weg nochmal gehen. Puh, ist da oben. Bloß nicht wieder runterfallen. Ich sagte bloß nicht mehr runterfallen. Ich sagte nicht runterfallen. Patrick, Patrick, nicht. Das wird nicht. Das musst du verstehen. Mensch, Dummerchen. Na komm, ja. Hüpf doch, verdammt. Oh, was will ich hier für eine Knopfsteuerung geben? Ah. Touchpad-Steuerung ist kacke. Alter. Das muss man doch gehasst haben. Damals wahrscheinlich noch nicht, aber... Das muss doch nervig gewesen sein. Schon als Kind, oder? Das muss mir doch als Kind auch aufgefallen sein. Okay, die Keule ist noch da. So, hier einmal die Zeit in Anspruch nehmen. Oh, Bomben. Bombentyp. Na komm, dann legen wir den. Die Zeit ist eigentlich nicht, aber komm. Wir müssen da. Ach, dieser scheiß Bombentyp da. Ich schröße die Zeit und wir können nicht weiter. Ja, genau. Komm, erledigen wir den hier erstmal. Und nach Zeitdruck hier. Erstmal betäuben und dann springen. Das ist am besten beides gleichzeitig hier. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich kann nicht fünf Sachen gleichzeitig machen. Hier rüber. Na komm. Zack. Na doch, ich bin auch der Jüngste. Ich bin erst 21. Aber versteht ihr? Ich war damals eleganter unterwegs. Deutlich eleganter. Naja. Kann man nicht drum streiten. Ich habe das ja trotzdem nicht hingekriegt. Ja, auch hier ein bisschen Feingefühl gefragt. Ah, kindliches Feingefühl. Ja. Na komm, auf diese zwei kleinen Pippelschen hier. Die Schornsteine. Arg. Und schon ist die Zeit vorbei. Meine Fresse. 12 Sekunden später. Na komm, hüpf. Hüpf, Patrick, hüpf. Ach, komm schon. Geht auch besser. Also Zeit ist genug. Man kann es schaffen. Man hat sogar mehrere Anläufe. Man hört's, wenn die Zeit vorbei ist. Ach, verdammt. Ich stelle mich nicht blöd an. Das ist hier Touchpad-Steuerung. Oh, die geht mir auf den Keks hier. Na komm. Ist der Rad gegen die Wand gelaufen. Grumpf. Grimbel. Dann komm schon. Mach hops. Mach hops, sag ich. Ja, da kommst du nicht hoch, meine Fresse. In die richtige Richtung. Zwergi. Die Zeit. Zeitknappheit war bei mir noch nie so wirklich das Schöne. Merkt man auch in Mario 3D Land. Das fand ich noch nie so toll. Da kann ich noch nie umgehen. Mit. Ups. Na komm, auf diese kleinen Dinger hier auch zu, mit dieser Touchpad-Steuerung, das ist, ich war doch schon fast oben. Das ist brutal. Boah. Ich bin ja angespannt. Des Todes. Meine Fresse, warum kann der denn nicht fliegen? Der hat doch ein Cape. Das ist, warum, was denn, warum, nein? Viele Monate später.
Krampfe hier an. Na komm, und warum musste man denn auch solche winzigen Punkte hier einbauen für das Spiel? Das sind diese hier kleinen, die kleinen Boxen hier, die Hitboxen, wo man drauf springen muss. Ist das nötig? Da müssen kleine Kinder durch. Schon wieder die Zeit vorbei, das ist meine Fresse, damit können wir auch Parts füllen. Mit diesem einen Spiel hier. Ich wollte eigentlich heute ein bisschen mehr schaffen, aber ja, jetzt mit dem einen Level hier. Ich wollte damit nicht so viele Parts füllen mit diesem Let's Play. Okay. So, ruhig hier hoch. Kannst du da stehen bleiben oben? Nein, kann er nicht. Natürlich nicht. Und die Zeit bleibt knapp und der DS verrutscht. Ich bin so scheiße hier. Ihr seht es doch selbst, das sieht so leicht aus, aber es ist nicht leicht. Es ist ein Kinderspiel. Es regt mich auf. Es regt mich gerade höllisch auf. Meine Fresse. Ich bin dem doch gewachsen, oder? Dieses Level. Und ich habe schon alle fünf. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ich habe schon alle Säcke hier zusammen. Das ist mir ziemlich zweideutig, wenn ich das so sage. Wenn man es zweideutig nimmt, ist das ziemlich widerlich. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Na komm, bleib doch stehen und hüpf und. Ach, so eine kleine Fläche hier, das geht nicht. Doch, ich weiß, dass das geht, aber. Ich kann das nicht. Wedge Quit Level. Na, die Zeit schon wieder. Ich will doch nur ins Ziel. Da oben ist dieses scheiß Ziel. Das ist. Man muss hier. Da ist das Ziel und man kommt diesen kleinen Hügel da nicht hoch. Man kann hüpfen, wie man will. Man muss erstmal über das ganze Dach hier springen. Das ist. Man muss erstmal hier über diese kleinen Hippusse hier. Das ist. Warum spielen wir da? Warum? Warum? Es gibt doch sogar das Item, dass der schweben kann. Warum? Warum macht man das? Warum will man. Warum. Warum muss man da hoch? Warum? Ich kann das nicht steuern, dass mein 3DS ist nicht gut kalibriert. Das ist. Es geht nicht, ich kann das nicht. Es sind zu kleine Blöcke hier. Man kann hier nicht drauf. Weil der sich bewegt, der bleibt nicht stehen drauf. Wenn der irgendwo stehen bleibt, der läuft weiter. Der. Den musst du wirklich dazu zwingen, stehen zu bleiben. Außer auf solchen Blöcken hier. Den Trampolin bleibt da stehen. Aber du kannst den auf diesen kleinen Dingern nicht zum Stehenbleiben bringen. Das ist zu wenig. Das ist. Ich weiß, es ist möglich. Ich habe es auch damals geschafft, aber. Was soll der Mist? Es ist nachts hier. Ich kann nicht brüllen. Ich kann nicht schreien. Ich kann hier nicht austicken. Wie geht das denn? Hier, komm, machen wir es jetzt hier mal ohne. Ganz ruhig, Zwerge, ganz ruhig. Nicht ausrasten. Ganz entspannt. Alles ist gut. Ja, natürlich, jetzt geht's. Und wenn dann Zeitdruck ist, geht's nicht. Einatmen, ausatmen. Entspannen, runterkommen, Zwerge. Ist nur ein kleines Kinderspiel. Ist ein Kinderspiel hier. Nicht der Aufregung wert. Das ist nur SpongeBob. Das ist nur so ein. Na komm hoch. Ich hab's geschafft. Nice. Na komm. Rüber da. Ach, das scheiß Leben hier. Alter Schwede. Ich bin gerade nicht im Ernst gestorben. In SpongeBob Schwammkopf, die Kreatur aus der Kostencover. Und das Level geht noch weiter. Es ist noch nicht vorbei. Ich bin noch nicht fertig mit dem Level. Das ist doch nicht. Nein. Over oder was? Fang das Spiel jetzt nicht nochmal von vorne an. Nein.